ja, so. Und dann befinde ich mich jetzt hier auf dem Weg nach draußen für die erste Testreihe mit der neuen DJI Pocket 2. Und dann geht's raus. Das ist jetzt wieder einigermaßen okay. Eben kam noch mal ein fieser kleiner Regenschauer runter. Den habe ich noch abgewartet. Aber jetzt bin ich halt auf dem Weg mit der DJI Pocket 2. Bisschen in Richtung City hier in Cuxhaven. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Als Mikrofon habe ich wieder mein Rode Wireless Go am Start. Das Schönste ist ja, dass wirklich viel von dem Zubehör der Pocket 1 auch mit der Pocket 2 funktioniert. Also dass ich dann auch mein Wireless Mikrofon weiter benutzen kann und dort nicht darauf angewiesen bin, auf das Combo Pack. Deswegen habe ich mir nur das kleine Pack bestellt, wo nur die Kamera drin ist, die Schale und der kleine Strap, das Tragearmband, was ich aber jetzt auch noch nicht benutze. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht eingefädelt bekommen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich jetzt auch schon mit dabei. Okay, das ist jetzt hier wieder dieser kleine Weg. Ich habe alle Einstellungen bei der Pocket 2 wieder auf Automatik geschaltet, so dass die Belichtung automatisch eingestellt wird. Okay. Ja, und heute ist dann auch gleichzeitig wieder Markttag hier in Cuxhaven. Also können wir da auch einmal kurz über den Wochenmarkt gehen. So, und dann kann ich mich jetzt hier mit der Hero 9 filmen, wie ich mit der Pocket 2 unterwegs bin und Aufnahmen mache. Ich habe jetzt heute nur das Telefon angeschlossen, mein iPhone als Kontrollmonitor. Da ich könnte sie zwar auch auf meine kleine selbstgebaute Halterung bringen, auf die Banane, wie das Sven immer so schön gesagt hat, aber das mache ich heute mal nicht. Da ich so doch besser beurteilen kann, wie sie sich in der Minimalkonfiguration verhält. Ich werde auch gleich mal das Weitwinkelobjektiv aufsetzen. Das Freewell Weitwinkelobjektiv. Oder vielleicht versuche ich auch erstmal noch mal wieder das Olanzi, damit ich, weil die Sonne hier so schön scheint, ein paar schöne Lensflares noch mal drauf bekomme. So, und jetzt habe ich halt die Olanzi-Linse wieder drauf, die anamorphe Linse von Olanzi, und versuche damit ein paar schöne Lensflares reinzukriegen. Das
funktioniert auch sicherlich wieder sehr gut. Was mir dabei sofort ins Auge fällt, ist, dass jetzt links und rechts am Bild sich doch ganz schöne Lichtschatten bilden, die ich vorher so, ich habe es zu Hause schon mal ausgewählt, habe ich das nicht so gesehen. In den Flair gehen und langsam zur Seite bewegen. So wie ich das halt auch schon in dem Video vorher in dem kleinen Teich gemacht habe. Soweit ganz klasse. Wie gesagt, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen verwundert hat, ist die Tatsache, dass auf meinem Vorschau-Monitor die linke und rechte Bildecke doch ein bisschen wie so ein Nebel liegt da drauf, wie so ein kleiner Fock. Das muss ich dann in der Nachbearbeitung sehen, wie sich das ausgewirkt hat. Ja, das war dann ganz kurz die Ulanzi Anamorphic Lense auf der neuen Pocket 2. Passend tut sie. Verformung ist drin, das ist aber allgemein so. Das muss ich dann halt in der Nachbearbeitung lassen. Dann werde ich jetzt gleich nochmal wechseln auf die Freewell Weitwinkellinse. Ja, und jetzt habe ich auch die Freewell Weitwinkellinse drauf gemacht auf die Pocket 2. Und dann gehe ich gleich mal über unseren Wochenmarkt. Und bin schon gespannt, wie da die Aufnahmen dann damit werden mit der neuen Pocket 2. Deutschland hoch angesagt, dass
viele Kränze verkauft werden. Ja. Dann sind wir hier auch schon wieder am Ende des Marktes angekommen. Gehe ich jetzt nochmal die Perspektive prophezeit und halt mit dem Freeway Weitwinkelobjektiv komme ich richtig schön viel vom Hintergrund drauf und auch mich selbst. Mein Anschluss hier mit dem Rode Wireless, da muss ich halt immer ganz besonders darauf achten, dass der Ton auch übertragen wird und aufgezeichnet wird, da sich das ganze Konstrukt schnell mal löst. Ich versuche euch das hier mal in der Hero zu zeigen, wie ich das angebracht habe. Das ist halt einfach nur unten mit dem Audioadapter dran geklickt auf den USB-C-Anschluss und dann kommt das Rode Wireless da dran, der Transmitter. Und den Empfänger, den habe ich halt in der Hosentasche und das Mikro seht ihr hier mit dem Windschutz. Das liefert natürlich ganz hervorragende Audioaufnahmen. Es fängt auch langsam wieder an, ein bisschen zu regnen. Aber ich denke, das geht gleich wieder vorbei. Und ich werde jetzt nochmal das Freeway Weitwinkelobjektiv eben abmachen, damit die Originaleinsicht der Linse der Osmo Pocket 2 wieder zu sehen ist. Ja, dann haben wir jetzt erstmal gar keine Vorsatzlinse davor, sondern arbeiten nur direkt mit der weitwinkligen Optik. Nein, ich bin YouTuber. Ach so, ja, die Dame hat mich gerade gefragt, ob ich vom Ordnungsamt bin. Zum Glück jedoch nicht. Ich habe ihr gesagt, dass ich nur ein YouTuber bin. Ja, und diese Straps, diese Armbänder für die Geräte, die sind natürlich gut und schön. Hier an dem verlängerten Safety-Stick habe ich ja auch so ein Ding. Nur das eigentliche Problem dabei ist immer, man benutzt es zu selten. Also eigentlich so gut wie gar nicht, dass ich mir die ummache. Ja, ist Ausnahme. Okay. Gehen wir hier mal rüber. Es ist ein richtiger, durchmischter Tag hier an der Küste. Ein Novembertag mit Sonne und Regen. Jetzt wird der Regen gerade stärker. Da werde ich dann die kleine Pocket 2 doch mal wieder kurz wegpacken, damit sie keinen Schaden nimmt. Ja, und dann bin ich auch gleich bei meinem Steuerberater. Da muss ich heute nämlich auch noch hin. Bei der Gelegenheit, René, mein Guter, falls du dir das Video gerade anschaust, du bist wie gesagt immer noch herzlich eingeladen, mal ein verlängertes Wochenende bei mir hier in Cuxhaven zu verbringen. Das ist ja meine Telefonnummer, du kannst dich dann einfach mal melden und dann machen wir mal was aus. Einen schönen guten Morgen. Ich wollte einmal abgeben. Ja. Nicht erschrecken, ich mache nebenbei so ein bisschen was für YouTube. Ja. Kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen? Ja, genau. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Dann habe ich meinen Ordner wieder abgegeben und den alten Ordner wieder zurückbekommen. Zu Hause und den wird jetzt erstmal verstauen und geht's gleich weiter. Wie gesagt, der Regen hat jetzt sogar etwas zugenommen, was mich aber nicht davon abhält, schon weiterzugehen und mit der Hero 9 ein paar Regenaufnahmen zu machen.
möchte dabei halt dann auch testen, wie der Ton ist, wie die Audioqualität sich verhält. Ja, dann gehen wir hier noch mal ein Stück. Ab und an sollte man natürlich auch die Linse mal abwischen von der Hero 9, dass sich die Tropfen darauf bilden. Auch schon wieder zugemacht worden aufgrund des neuerlichen Lockdowns. Da vorne ist dann normalerweise die Anzeigetafel für die aktuellen Filme, die da laufen. Aber jetzt natürlich im Lockdown ist alles abgehängt. Dann haben sie da einen Zettel reingemacht. Schauen, dass ich den drauf kriege. Ja. Vorübergehende Schließung. Ich hoffe, dass die Schärfe ganz gut kommt bei der Pocket 2. Okay. Und dann haben wir hier noch wieder das andere Ende der Fußgängerzone. Heute ist halt nichts los. Wir haben Regen. Und außerdem ist es in der Woche. Ferien sind auch keine mehr. Geht's mal hier lang. Die Sonne auf die andere Seite knallt. Die Geschäfte hier. Halt wirklich nicht viel los. Drüben auf der anderen Straßenseite haben wir gleich mal einen Musikanten mit seinem Hundi. Dem lasse ich dann gleich mal was da. Haben wir auch mal ein bisschen Musik im Video.
Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieses kleinen ersten Testvideos angekommen, der Pocket 2, DJI Pocket 2. Ich hoffe, dass es interessant für euch war, dass ihr ein paar Erkenntnisse daraus gewinnen konntet. Ich mache dann schon bald weitere Videos mit der Pocket 2 und mit einem weiteren neuen DJI-Gerät, das noch Top Secret ist, zumindest heute noch. Es wird dann heute Nacht vorgestellt. Da gibt es dann auch ein Unboxing-Video von mir. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch eins zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes mit Freunden und Familie. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.